Die SPD, Scholz, haben Kenia zugesagt, 250.000 Kenianer nach Deutschland zu holen. Die FDP macht das alles mit und man glaubt es nicht. Sie sind schon wieder umgefallen. Die Bevormundung beim Heizen kommt. Was geht denn aber bitte das die Regierung an, was ich esse, welchen Motor ich fahre, welche Heizung ich habe? Die FDP, das sind keine Liberalen, das sind die Steigbügelhalter der durchgeknallten Verbotsfanatiker. Jeder FDP-Wähler weiß jetzt, diese Partei braucht es nicht mehr. Die liefert einen nur den rot-grünen Spinnern aus.